Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Train Sim World 2. Wir schauen uns heute mal den zweiten Teil der Rush Hour Serie an. Und zwar ist das hier Nahverkehr Dresden. Und ja, für uns geht es heute nach Riesa mit dem RE50. Allerdings ist hier auf der Strecke tatsächlich einiges los. Es gibt die ein oder andere abzweigende Strecke. Man kann hier im Bereich Dresden S-Bahn-Dienste übernehmen. Es gibt Dienste für Güterzüge, Rangierloks, Fernverkehr und ein paar Regionalbahnen, die auch überall halten. Das sind, glaube ich, Sachen, die können wir dann im Laufe der nächsten Folgen uns einmal anschauen. Das hier ist jetzt erstmal ein Überblick über, ich sag mal, die in Anführungsstrichen Hauptstrecke, wo der RE lang fährt. Und eben mal eins der ausgewählten Fahrzeuge, und zwar ein Pack Doppelstockwagen bezogen von 146.2. Dann gibt es auch noch einen Talent 2, der dann auch RE und auch Regionalbahndienste übernimmt. Genau, da laufen sie gerade einmal durch den Dresdner Hauptbahnhof nach vorne. Sehen auch, ne, hier schon die wartenden Menschen hier ein bisschen. Mehr sind hier seit der neuesten Version. Nein. Ich fahre das noch. Du, nur weil ich ein bisschen länger brauche. Echt, ich kann nicht mehr so schnell laufen. Ja, ich muss da ein bisschen langsamer. Auf Gleis 7. Ja gut, wir werden wahrscheinlich ein bisschen zu spät losfahren. Das sehe ich halt jetzt schon, aber ja. Genau, also ihr seht auch schon, die Doppelstockwagen haben eine entsprechende Lackierung der S-Bahn Dresden. Und hier vorne ist einmal unser Zugpferd, sage ich jetzt mal. Die 146.2. Da vorne geht es einmal raus. Wir steigen jetzt aber erstmal ein. Ach, guck mal, hat sogar geklappt hier. Fantastisch. So, ich glaube, das Schlimmste ist erstmal, dass wir die Leute einsteigen lassen, hätte ich gesagt. Ach so, dafür muss ich ihn erstmal. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Vorwärts jetzt, ne? Jo. Dann WZB, SIFA, Licht, hell. Was irgendwie hell ist, was ich nicht gerne hätte, ist die Führerstandsbeleuchtung. Die finde ich Schmutz. Signal ist aber nicht gut. Bremse lösen, Sand, Zuglichter. Machen wir mal an, damit die Leute im Zug ein bisschen was sehen. Hauptschalter ist der. War vielleicht auch schon geschlossen, das weiß ich jetzt nicht. Lüfte, das passt. Was haben wir jetzt noch, was fehlt? Die Lichter. Die Batterie, Schlusslicht, Warnsignal, Spitzensignale. So. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier einigermaßen vollständig, hätte ich gesagt. So. Ne, wir scannen den Bus denn aus. Beide verriegeln. So. So, machen wir mal zu hier die Hütte. Oh, guck mal, da oben fährt Intercity. Genau, den kann man auch fahren. So, genau, jetzt haben wir hier nämlich einmal alles fertig. Ich muss mal ganz kurz gucken. Bremse lösen wir einmal. Ich hoffe, das sind alle Bremsen, die wir haben. Richtungswender ist nach vorne. Das heißt, ich würde einmal sagen, Abfahrt. So, ja, guck mal, sieht schon mal gut aus. Wir kriegen Zug. Ich wollte gerade sagen Schub, aber ne, wir sind ja, ja, die Lok ist vorne. So. Wunderbärchen. Genau. Wenn wir jetzt irgendwo vielleicht ein bisschen stehen oder sowas, können wir auch mal einen kleinen Blick auf die Karte werfen. Wobei, das ist gar nicht mal so belastend, weil wir ja im Pausemenü sind. Genau, wir sind hier unten in Dresden. Und dann gibt es hier auch immer wieder quasi parallel verlaufende Strecken. Dann gibt es hier einmal einen Abzweig, da nochmal einen kleinen Abzweig. Bis nach Riesa fahren wir heute. Aber je nach Großnetz finde ich auch das hier immer ganz interessant. Oder fahren, glaube ich, auch Züge hin. Also das ist einmal so die Streckenübersicht. Und ich sag mal, mit einem Regional-Express-Dienst eine Stunde fahren ist, ich sag mal, eine durchschnittliche Fahrzeit. Also das ist, glaube ich, in Ordnung. So vom Umfang her. So, hier sind 50. Ja, da passt. Brauchen wir nichts bestätigen. Achso. Warum blinkt jetzt meine... Ja, okay, dann blink du mal. Mach das mal ruhig, ne? Aber das Ding ist ja... Ach nee, das blinkt da gar nicht. Ne, wollte gerade sagen, genau. Da hat nämlich gar keinen Grund zu blinken. Die jetzt vermutet. Hoi, wo fahren wir denn lang? Das ist interessant. Okay, auf immer Segelfahrgäste. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen im RE50 der Deutschen Bahn auf unserer heutigen Fahrt nach Leipzig über Riesa. Wünsche Ihnen allen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt schon in wenigen Minuten Dresden. Mitte. Der Ausstieg dort in Fahrtrichtung links. Wünsche mir bei allen Reisen eine angenehme Reise. Ja. Und so, ne? 60 dürfen wir gleich. So, da bin ich mal gespannt.
So, da vorne steht auch schon ein Kollege. Ja, das ist wahrscheinlich das S-Bahn-Gleis, weil da halten wir ja nicht. Wir fahren ja auch komplett, ich sag mal, unabhängig dann davon. Ja, genau. Ah, stimmt, das gab es ja hier auch, ne? Geschoben und dann hier mit. Ah ja. So, da haben wir hier. War auch nicht viele, ne? Hier nicht wirklich viel Zug. Eins. Und ein Steuerwagen. Witzig. Nee, guck mal, da haben wir hier schon ein bisschen mehr zu bieten tatsächlich. Genau, auch die Talent 2, die mit dabei sind, die können auch in einzelnen Doppeltraktionen irgendwie verkehren. Je nachdem, welchen Dienst man auswählt. Also ich wurde da gerade ein bisschen overwhelmed von den ganzen Zügen, die da sind. So, oh, bremsen. So, sehr geehrte Gäste, wir erreichen Dresden, Mitte. Der Ausstieg fährt Richtung links. Komm, ja, genau. Wollte gerade sagen, da kriegen wir doch noch geladen hier. So, oh ja, da ist auch schon hier die Meute, ne? Wir müssen nur ein bisschen vor, merke ich gerade. Wie sieht es jetzt im Hinten aus? Ja, hinten wäre mehr drin. So problematisch ist das gar nicht. Ja, dann können wir hier stehen bleiben. Ich hoffe mal, dass das Spiel es akzeptiert. Ja, Bremsmanöver. Wie gesagt, das war jetzt meine erste Bremsung. Ich hoffe, das bessert sich ein bisschen. So. Und einmal auf damit. Dann steigen sie einmal ein hier. Ja, da ist gut was los hier, ne? Jetzt können wir mal ganz so gucken, was hier auch tatsächlich, ne, funktioniert, sind dann die Anzeigen, genau, über Dresden, Neustadt, Radebeul, Ost, Coswig nach Riesa, der A50, Abfahrt 9.18 Uhr. Eine Stunde später kommt der nächste. Dann haben wir den R15 nach Dresden, Hauptbahnhof. Auf Gleis 2 die S1 über Dresden-Freiberger Straße. Das ist das, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Der fährt nach Dresden-Neustadt. Ja. Knuffig. Oh, ich höre da einen durchfahrenden Güterzug. Also es ist richtig schön, was los auch sonst auf der Strecke. Also unabhängig jetzt von hier. Ja gut, wahrscheinlich Rush Hour. Das ist so ein bisschen, dass ich hatte das ja bisher nur in Boston sehen können. Und jetzt sieht man halt mal hier, ich sag mal, in den heimischen Haus- und Hofstrecken. So, komm. Ziehen wir ein bisschen los. Wir sind, glaube ich, echt ein paar Minuten später dran. Da müssen wir ein bisschen schauen. So, das Zugteam DB Regio heißt ja auch natürlich. Alle zugestiegenen Fahrgäste hier, herzlich willkommen an Bord. Vom E50. Wünschen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt Dresden Neustadt in Kürze. Wenn voraussichtlich gegen 9.24 Uhr erreichen. Sie erreichen trotzdem alle vorgesehenen Anschlusszüge. Verabschieden uns von allen aussteigenden Fahrgästen und wünschen ja, Ihnen, keine Ahnung, sorry vor so Verspätung. Oh, wir fahren über ein. Wird mal gerne ein bisschen Sightseeing machen. Ja, schick. I like. Oh, warte mal. Ich mach das mal präventiv. Ich habe das Signal jetzt nicht wirklich gesehen. Immer ein bisschen Strecke gucken hier. So, da vorne ist das schon, ne? Dann wollen wir mal. Gucken wir mal, dieses Mal so ein kleines bisschen professioneller vielleicht. So. So, verehrte Fahrgäste in Dresden-Neustadt. Ist der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, da sind auch schon die Menschentrauben. So, da werden wir auch angezeigt. Schon mit Verspätung. Ich glaube ja, da läuft doch schon Text durch, ne? Ja. Da habe ich immer wieder was erlaubt. Und ich mache es jetzt ja gerade nicht besser mit meinem Fahrstil, ne? Und ich muss sagen, diese Kombination aus Doppelstockwagen und der 146-2, die ist ja dann irgendwie auch noch, glaube ich, mehr oder weniger zuletzt auf dem RE Karlsruhe Stuttgart oder sowas irgendwie immer mal im Einsatz gewesen. Jetzt ja dann nicht mehr, ne? So, warte mal, ich muss das jetzt doch nach links, ne, so rum, ne? Damit wir rechts aufmachen. War das so? Machen wir das so. Oh, der hält hier auch. Der ICE. Ja, krass. Also kann man hier auf jeden Fall auch fahren.
Also da ist einiges los hier tatsächlich. Okay. Ah, circa 3 Minuten, ja. Und danach kommt der Intercity 2048. So, sind wir durch? Wir sind durch. Ach gut, da. Ah, das ist die Vorwahl und... Okay, warte mal. Ja, Tür Wähler, Fahrgasttüren, ja gut. Gut. So, okay, Radeballost. Achso, habe ich die Bremsen? Nee, natürlich nicht. Premium, Josh. Na, hast du gut gemacht. Wir müssen immer erst Gas geben und dann Bremse lösen. Ich glaube, da muss ich aber nochmal, ne, mit dem... Muss ich nochmal neu nachziehen. So, 0. Zack. Und nochmal los. Jetzt. So, ich würde immer gerne jetzt hier diesen Fenster... Oh. Der in der City hier. Ciao, Kollege. Ja, der muss doch leider vom anderen Gleis fahren. Der tut mir leid. So, ja, da ist wohl immer zugegangen hier, ne? So, sehr geehrte Fahrgäste. Auch alle hier in Dresden, Neustadt zugestiegenen Fahrgäste. Heißt noch recht herzlich willkommen an Bord des RE50. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, denke ich mal, ne? Ist auch in eurem Sinne. So. Dann gucken wir mal. 80 durften wir ja. Ja, genau. Und auch zukünftig. Aber interessant hier mit den drunter durch, drüber Dingens. Das spart halt immer so ein bisschen Weichen. Das eigentlich halt eben ganz sinnvoll aus dem Grund. So, hier wäre nochmal ein bisschen S-Bahn, ne? Nichts für uns. Rechts, das sind wir. Das sieht in Ordnung aus. So, und ich habe eine Aquizeitkrim wahrscheinlich nicht reingeholt. Ich habe da halt echt ein bisschen... Hab da ein bisschen gepennt am Anfang. Aber was willst du machen, ne? Ich glaube, ihr werdet das... Oh, 160. Gut, das wird natürlich ein bisschen herausfordernd, da wenn wir da gleich bremsen müssen. 5 Kilometer, ja, okay. So, ziehen wir mal ganz gut durch, ne? Das schaffen wir ja auch von der Kombination her. Doppelstockwagen und die Lok ist in Ordnung, auch gerade noch ohne LZB. So. 250 gleich. Ja, wir haben schon eine ganz gute Beschleunigung. Wir haben jetzt ja nicht allzu viele Wagen hinten dran. So. Immer noch mehr S-Bahn. Also das heißt, da wird man da sonst überall anhalten. Aber jetzt sind wir bei 160. Wir müssen aufpassen, weil ich glaube, das ist dann wirklich eine böse Schwelle. Wenn wir da jetzt arg viel drüber sind, dann tut das weh. Und ist ja auch prinzipiell ist ja auch einfach nicht in Ordnung. Ne? Zu schnell fahren ist schlecht. So. 2,9. Gut, wie sieht denn der Fahrplan aus? Was sagt denn der so dazu? Ja, da hätten wir jetzt schon eine Weile da sein müssen. Ja, ich trottel einmal ein bisschen. Oh, tut mir leid. Da sehe ich jetzt was. Oh, 5. Hey, hey. Wir müssen jetzt da runter auf, ne? Warte mal. Was habe ich gelernt? 85. Oh, hey, hey. Oh. Ja, volle Leitung. Ja, mach mal ganz kurz, ne? Ist ja keine Notbremse. Ich muss halt jetzt runter auf 85. Ja, gut, aber das schaffen wir. Hoffe ich. Ja, da kriegen wir hin. So. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen gemütlicher. Puh. Ja, wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber ich bin da immer mal ein bisschen vorsichtiger. So, wir sind ja die 50. Ja, wir sind Ticken drüber. So, sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Radebeul Ost, heute auf Gleis 1. Sie erreichen alle vorgesehenen Anschlüsse, wir verabschieden uns von den aussteigenden Fahrgästen. Machen Sie es gut und, ne, tschüss und so, ne. Oh, das waren 50 nicht. Sorry, ich war wie über 60. Hätte ich jetzt nichts gesagt, hätte es keiner gemerkt, ne. Doch, habe ich schon 100 Mal richtig böse in den Kommentaren gestanden. Ja. Okay, Gleis 1 scheint recht weit drüben zu sein. So, ja gut, mit den 120, das schaffen wir jetzt nicht mehr bis da vorne. Belastend. So. Ja, ich beschleunige jetzt aber. Ja, ja, achso, stimmt, die haben wir ja auch noch. Ich komme da ausgeblendet. So, guck mal, ich sehe doch da eine Hamsterbacke. Ja, guck mal.
Wie weit ist das denn noch? Ja, 500 Meter brauchen wir nicht mehr beschleunigen. So, Doppeltraktion. Ist dann, glaube ich, auch eher ein RE, aber boah, ist auch nur das, was ich eben kurz in der Zugauswahl gesehen habe, dass die Einfachtraktion eher die Regionalbahn ist. Und nicht eher der RE. Naja. So, ein Radarballaster ausstiegen und fahren Richtung links. Ja, das Fahrplan optimierte Fahren, aber 3 Minuten, das ist ja, ich meine, das ist ja irgendwo. Ist ja was, womit man rechnen muss, aber ja, es ist immer schade, wenn man es hat, weil und je nach Verbindung hat man dann doch mal kürzere Umstiege drin. Oder einem fehlen dann exakt die 3 Minuten, dass man da nicht vom einen aufs andere Gleis rennen muss. So. Bremse raus hier am Ende. Ist ja nicht schlimm, wenn die Lok ein bisschen auf der Seite steht. So. Wunderbärchen. Boah. Das, ich würde da immer ein bisschen gucken hier überall, aber das bringt mir halt nicht so viel, ne? Folgezug ist eine S1. Ja, steigt da mal alle ein hier, ne? Ich habe nicht ewig Zeit. So. Der Zugbegleiter sagt dann ja, ne? Zugchef sagt dann, ist zu. So, zurückbleiben bitte. Abfahrt. Super. So, jetzt sind wir auch weg vom... Nehmen wir mich jetzt. Habe ich gelöst? Ich habe gelöst. Gut. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz einmal zurück. Ja, wird schon keiner seine Füßchen dazwischen haben, ne? Und dann geht ab die wilde Fahrt hier. Ja, ja, auch eine schöne Tonleiter. Ne? So ein bisschen leise, wenn wir schneller fahren, dann ist das halt, ich denke mal, laut genug. So, hier war dann 120. Ja, genau, das weiß ich noch richtig. Gut. Angenehm. So, was denn? Ich sah halt. Ach, kostet ist ja ewig. Da haben wir noch ein bisschen fahren, so, ne? Können wir auf der Karte gucken. Genau, das ist so basically die Karte. Oder diese zwei parallel verlaufenden Strecken, die sehen hier zwar so aus, ob die. Aber das sind halt schon wieder komplett andere. Also, ich glaube, vom Umfang her haben wir da schon echt. Recht viel für so eine Karte. Kommt mir jetzt zumindest recht viel vor. So, was bist du hier? Bist du ein komplett grünes Vorsignal? Das gefällt mir ganz gut. So, komm. Dann ziehen wir auf unsere 120. Ich habe mein Fenster offen. Das hört sich dann so ein bisschen zieht. Aber na gut, ich bin dann auch in der Lok. Ich bin nicht im Steuerwagen. Da hört man wenigstens ein bisschen mal. Und ich habe bloß das Gequatsche von Yoshi. Das ist ja auch ordentlich. 120 haben wir jetzt. So. Da fahren wir durch, da fahren wir durch. Silberpen Bahnhof, ja, das sieht aber schon so aus. Ja, S-Bahn halt, ne? Achtung, aber die kennt das mit der Durchfahrt hier. Hat 120 ist die Sache mal in Ordnung. Je nachdem, wenn man in der Schnellfahrstrecke wohnt, da hast du halt auch 160 plus Durchfahrten. Ja, das ist dann unangenehmer, sag ich mal. Ja, das hier ist ja noch ein bisschen... Ein bisschen aufpassen. Weil lustig ist es dann, wenn von beiden Seiten gleichzeitig Züge kommen. Na gut, 120 sind es immer noch. Gerade überlegt, ob wir irgendwo, ob ich irgendwas übersehen habe, weil es doch recht straight aussieht. Aber ne, da vorne auch nochmal eine Kurve. So, ach, guck mal. Ah, es hat gerade nachgeladen. Haha. Ach ja. So. Haben wir hier schön durch die Häuser durch. Aber hier haben wir komplett keine Lärmschutzwand, ne? Das ist. Boah, puh. Tut mir auch ein bisschen leid für die Leute tatsächlich. Aber da kannst du nichts machen. So, das ist grün. Achtung, Durchfahrt, ne? Vorsicht auf Gleis 1. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole. Auf Gleis 1. Ist es überhaupt 1? Ja, Tatsache. Ha. Als wenn ich es gewusst hätte. Ja gut, es hätte auch 6 und 7 oder so sein können, wenn man von der anderen Seite aus zählt, aber da hat das schon gestimmt. So, das sind dann auch. Oder sind das RB halt? Ne, das müsste doch S-Bahn sein, oder? Ich habe keine Ahnung, ob das hier noch S-Bahn-Bereich ist, wie weit die rausgeht. Da bin ich leider ein wenig uninformiert. Das tut mir leid, unterstelle. Ja, kommen wir so gut vorwärts hier, ne? Auch wenn ich halt, ne, prinzipiell mega ein Freund von Nebenbahnen bin. Ich glaube, das erzähle jedes Mal, wenn irgendwie eine neue Strecke. Halt, nö, das ist schlecht. Wo kommt denn das her? Sollte ordentlich in die Bremsung gehen hier, ne? Wenn das nicht so rot ist. Das ist irgendwie belastend. Das ist aber volle Leistung, ne? Okay, ne, immer noch nicht ganz.
Wo ist denn das Signal? Da vorne. Aber das ist doch jetzt wieder auf... Das ist doch jetzt wieder hier normal auf 40, oder? Allerdings ist da in der City, den müssen wir noch einmal... Oh, guck mal, ja, da kann man uns dann gleich befreien. Zugbeeinflussung. Werden wir denn dürfen? Ich hab jetzt echt ein bisschen anhalten, ne? Sind wir ein bisschen gepanickt. Ah, aber ich merke, weil in der City fehlt jetzt aber der Steuerwagen. Das ist, deswegen sieht das auch so seltsam aus. Komm. Zieh, Junge. Ja, das war jetzt eine Panikbremsung. Tut mir leid, wenn man mit etwas hektischen, krassen Bremsstil, aber ne, also von... Ja, ja. Von 120 runter ist halt schon auch... So. Ach nee, hä, das war... Was war denn das da unten? Was da quer war? Ein Hauptsignal oder so? Wir sind immer noch zu schnell, das ist es irgendwie, ja, belastend. So. Jetzt gucken wir langsam in die richtige Richtung. Boah, der ackert aber auch, ne? Obwohl das auf der SSD liegt. Das hatte ich jetzt bisher auch noch bei keinen anderen Strecken tatsächlich. So, wie sieht denn hier die nächste Signal? Ist da was Rotes? Ja, ich musste... Ne, das ist Blatt. Ne, das ist was... Da leuchtet was rot. Das ist ein... Ah, ne, das ist nur... Okay. Das ist nicht sowas. Okay. Haben wir jetzt den Intercity vorlassen müssen? Fällt das auf dem gleichen Gleis? Oder wie sieht das hier aus? Da vorne ist er wieder grün. Naja, gut, aber wir sind es eh wahrscheinlich da, ne? Ach, hier waren 50, hier waren 60, okay. Coswig, so, sehr geehrte Fahrgäste. Wir erreichen in Kürze Coswig. Hörst du, das spricht mein Coswig aus. Ey. Ja, kann gut sein. Freut mich für dich. Ja, wie sieht der Fahrplan aus? Das ist in Ordnung. Aber die 3 Minuten, die haben wir halt irgendwie... Den kriegen wir nicht raus. So, und den Ausstieg, den kann ich auch noch nicht predikten. Gut, aber hier steht auch echt viel Stuff, ne? Das ist... Aber wenn er da vorher gelb war, du, da hätten wir gar nicht viel früher da sein können, ne? Wäre ja dann irgendwie stehen bleiben müssen. Wahrscheinlich der Vorzug noch da. So, Ausstieg, Fahrtrichtung rechts. Hi. Oh. Hier habe ich irgendwie verschätzt. So, ist aber nicht so schlimm mit der Lok hier vorne. Da kommen wir auch notfalls ein bisschen vom Bahnsteig runter. So, ein bisschen Bremse locker lassen. Ach komm, das ist doch optimal. Ist ja das Problem nicht. So, da können wir aber machen wir mal hier nach rechts und dann aufmachen. Was ist denn aufmachen? Aufmachen ist so. Klappt das? Oh, nice. So, alle mal aussteigen. Also, alle, die aussteigen wollen, alle mal aussteigen. Ist das nicht knuffelig? Mich würde mal ganz kurz interessieren, war denn da jetzt ein Zug vor uns, oder? Hier ist ja tatsächlich gelb, ne? Dann ist hier rot, dann ist in dem Abschnitt nichts. Doch. Das ist ein sehr kurzer Zug. Ich bin dann mal gespannt, was uns da im Weg steht. So, einmal bitte zurückbleiben. War das zumachen? Freigabe raus. Ah, Tatsache, so. Achso, ja, erstmal die Bremse lösen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich konnte doch sonst, dass mein Kleiner doch mal besser funktioniert hier, ne? Komm. War noch nicht zu. Okay, Bremse ist noch nicht gelöst gewesen. Ich habe es gesehen im Druckbehälter rechts. So, jetzt aber. So, gehen wir mal Schub drauf. So, sehr geehrte Fahrgäste. Wir sind die Ritter, willkommen hier an Bord des R50. Ich wünsche eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt in Kürze. Weinböhler. Okay, wir dürfen 100. Irgendwie so weit plus minus ein bisschen. Ja, achten wir mal ein bisschen auf die Signale. Ich glaube, das ist hier gerade tatsächlich die Vorsicht ist geboten. Na, aber den Fahrplan müssen wir ja trotzdem so ein bisschen im Blick behalten. Wir können ja nicht ewig trödeln. So, hier ist auf jeden Fall noch grün, das ist schön. Ja,
Heißt, vielleicht ist der vorfahrende Zug auch irgendwie... Ist das schon wieder gelb? Naja, was will ich machen? So. Boah, es gibt doch, also ne, das haben die zumindest hier in den, nicht in den Karlsruher Stadtbahnen, sondern quasi in den S-Bahnen von der S-Bahn Rhein-Neckar und sowas haben die so, so Ansagen, oder auch bei GoAhead, also gefühlt alles, was jetzt irgendwie so ein Bewegdesign fährt, da haben die jetzt auch immer so Ansagen, die ja noch abspielen, wenn ne, man irgendwie anhält oder sowas. Sehr geehrte Fahrgäste, wir warten gerade noch auf einen kreuzenden Zug. Wir setzen unsere Fahrt bald fort. Wir bitten um Ihr Verständnis. Irgendwie sowas halt, ne? Das kommt da dann. So könnte ich jetzt auch machen, ne? Verehrte Fahrgäste, wir sind vor einem roten Signal zum Halten gekommen. Wir werden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen. Das ist was, das hatte ich, glaube ich, auch seinerzeit das erste Mal kennengelernt, also dass es sowas gibt, dass man die Fahrgäste über rote Signale und sowas informiert. In England, wo ich mit der London Underground, Overground, whatever, also wie ist denn jetzt eigentlich da vorne? Kann ich schon mal was sehen hier? Ein grünes kann ich aber ein bisschen mehr, sieht aber auch sehr grün. Hä? Was waren das denn für Signalabstände? Waren das jetzt echt, war das jetzt der Kilometer? Wo ist denn das nächste Signal? Ich bin noch in der Beeinflussung, ne? Ich würde jetzt auch mich ungern befreien, weil falls da rot ist, aber das sieht rot aus. Ups. Wir werden es ja gleich sehen, wenn die 500 Hertz überwachen kommen. Gegebenenfalls. Genau, jetzt sind wir gleich... Ich hab mich nicht befreit. Ich habe mich nicht befreit. Wenn das nicht blinkt, das liegt jetzt nicht an mir. Also wenn ich jetzt gleich eine Zwangsbremse kriege, ich habe mich nicht befreit. Bitte. Zur Kenntnisnahme. Oh. Aber das ist rot. Ja. Ja, da passt ja gar nicht mit dem Fahrplan. Ja, du bist auch noch da. Ja, das ist tatsächlich rot. Oder ist das gar nicht unser Gleis? Das kommt mir jetzt vor wie hier beim Boston Sprinter, wo wir ja auch irgendwie mal ewig vor einem roten Signal rumgelummelt sind. Aber es ist rot. Das rote Signal ist rot. Unfassbar. Also gefühlt soll das so nicht sein. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist teilweise ein bisschen überfordert mit dieser großen Anzahl von Fahrzeugen. Ich quatsch gleich mal eine Runde mit dem Fahrdienstleiter, ne? Der sieht irgendwie auch kaputt aus. Also ich glaube nicht wirklich, dass der noch fährt, oder das ist die Station. Dann hatten der Abfahrt. Da komme ich auch, glaube ich, gar nicht vor, ne? Das ist out of range. Man kommt doch recht weit. So, ja, da steht ein Zug. Klar, natürlich, deswegen ist halt rot. Der hat aber auch Ausfahrt, aber der fährt nicht. Hätte der gar nicht vor uns fahren dürfen. Ja, nur 42. Jetzt ist 9.42 Uhr. RB 31, fährst du mal los. Du hast Abfahrt. Ah, klar, wir haben Verspätung. Das heißt, er hat den anderen vorgelassen. Jetzt fahr doch halt aber auch. Ja, 9.38 wären wir gewesen. Genau. Ja, der gibt Sinn. Ja, mach bitte zu. Bitte du. Ja, er fährt. Alter, wir haben jetzt echt die Regionalbahn vor uns. Oh, oh, Hilfe. Ah, es kam nur kurz ein Ladescreen. Gut. Das heißt, ich hatte halt Angst, dass wir... Also ich habe Angst, dass er sich da festgefahren hat oder sowas. Deswegen habe ich jetzt gerade nochmal kurz geguckt. Aber wenn er weiterfährt, ist das gar kein Problem. Da finde ich, ist das halt eher ein Gewinn. Ich hoffe, der biegt irgendwann mal ab. Wir haben jetzt nicht die Regionalbahn vor uns. Das wäre halt irgendwie... Ich muss halt auch los heute. Also ich habe gesehen, 50 Minuten Fahrzeit. Okay, passt. Fine for me. Jetzt, ja. Das wäre halt echt lustig, wenn das... Ich habe so eine halbe Stunde eine starke, ne? Wenn das echt ist, weil wir quasi Verspätung hatten, dann hat er der, ich sag mal, digitale Fahrdienstleiter den anderen Zug halt einfach vorfahren lassen. Oder da ist eben ein anderes Problem. Ach, guck mal. Aber ich mag das mit ein bisschen, also, wenn ich jetzt privat gefahren wäre, finde ich das ja mega cool. Mit so ein bisschen, ja,
PZB, LZB Action und so. Nicht LZB, ein bisschen PZB Action. So ein paar, also Interaktion mit anderen Zügen. Und auch mein rotes Signal, weil das fehlt mir bei so vielen Szenarien, auch im Train Simulator noch. Dass du einfach nur straight durchfahren kannst und genau so wartieren, dass du ein paar Minuten Verspätung aufbaust und hier viel los ist. Genau das finde ich mega. Ist natürlich schwer kalkulierbar, also ich hätte das gerne, dass das dann auch in der Szenariozeit auch wirklich so erfasst ist, was es hier halt wirklich leider nicht ist. Ja, hier standen halt 50 Minuten drin und ich habe das Gefühl, die sind bald schon rum. Weiß jetzt aber auch nicht genau. Ich möchte mir jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber... Also ich finde das sehr cool, dass da jetzt ein Zug vor uns fährt und der uns immer ausbremst. Das macht das halt spannend. So, ne? Also ich glaube, ihr könnt das schon im Teil nachvollziehen, dass halt immer nur auf einer vollgrünen Strecke da einfach fahren ist halt irgendwie echt öde. So, immer nur geradeaus und da die einzige Herausforderung ist halt quasi passend zu bremsen an der am Bahnhof oder am Haltepunkt. Von daher ist das halt eine schöne Abwechslung. Ich finde das schön. Nur passt Messer gerade nicht in Kram. Belastend. So, soll ich Fahrgäste, wir erreichen Weinböhler auf Gleis 2, der Ausstieg Fahrtrichtung rechts. Danke, Fahrgäste, aufgrund unserer Verspätung erreichen Sie nicht mehr die RB 31. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nächste Reisemöglichkeit in knapp einer Stunde. Oh, das hier scheint aber knapper Bahnsteig zu sein hier, ne? Ja, halten wir mal ein bisschen. Der Lok ist da. Lok ist ja egal. Ich finde gut, dass wir hier gleich noch das Vorsignal nochmal gespiegelt haben. So, komm, jetzt machen wir es nochmal richtig hier mit nach rechts. Und auf. So. Ach komm, da können wir auch mal aussteigen hier, ne? Ah, knapp. Klappt aber. So, kann ich einmal Fahrkarten kontrollieren. Ist grün geworden? Ne. So, sehr gefallen ist einmal die Fahrscheine, bitte. Danke sehr. Boah, ist das hell hier, ne? Ich habe halt auch die Zugbeleuchtung angemacht. Ach komm, soll ich auf halb machen? Ne, komm, das lassen wir mal. Ich sollte mal wieder mich ums Fahren kümmern. Ach so, kann man hier denn... Man kann doch hier mal so Erste Hilfe... Nicht... Man kann doch irgendwo hier immer so... Ach, das wird ja gerade grün. Ich beeil mich mal. Ja, wir müssen später eh nochmal ein bisschen vor dem warten. Ne? Das heißt, dass, wenn es eine Regionalbahn ist, hält die halt überall. Und ich konnte halt nachvollziehen, dass im Fahrplan das halt so verankert war, dass wir halt hätten vorfahren sollen. Ne? So. Aber krass, dass das so dynamisch auch gehandhabt wird, ne? Dass wenn dann einer nicht da ist, hat dann der einfach... Ach, die Bremse war später doch. Zieh! So, jetzt ist die letzte Bremse auch weg. Komm. Zieh weg den Lachs hier. Wir haben nicht ewig Zeit. So, wir müssen gucken mit der PZB, dass wir da nicht in Bedrängnis geraten. So. Dann befreien, aber gesagt, können wir ja noch nicht, ne? Das ist ja das Problemchen. So, eins. Wobei, wir halten jetzt im Takt der Regionalbahn. Das heißt, so problematisch. Ist schon wieder gelb. Geil! Oh, das macht Spaß. Nein! Warum denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, gut, ist ja nicht schlimm. Ja, sehr gefahren, Gäste, aufgrund von. Störung im Betriebsablauf. Ja, okay. Muss ich die jetzt einmal komplett in Not... Ich mach das einfach mal, ne? So. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich hatte ja befreien gedrückt, aber... Ach, weil das vorne... Aber das hatte das Vorsignal, hatte doch... Grün. Und klar, wenn der Fahrtbegriff dann größer ist, aber ich war doch eigentlich... Naja, gut, wenn das nächste dann doch wieder gelb ist, dann finde ich das zumindest noch in Ordnung, dass das dann... Oder war ich über 45? So eine ganz kleine Lappalie. Aber ich glaube, das war eher, weil ich jetzt an dem 500-Hertz-Magneten nicht noch in der Beeinflussung war. Irgendwie sowas, ja. Ich kann mir das gerade nicht erklären. Ach, belastend. Oh, guck mal, jetzt ist aber grün. Jetzt darf ich mich befreien. So, jetzt ist es grün und das blinkt irgendwie immer noch. Ich weiß immer noch nicht, warum.
So, 1,3 Kilometer, komm. Ziehen wir mal ein bisschen durch hier, ne? Wie schnell dürften wir denn? 120. Ich habe das Gefühl, dass wir das nicht wirklich erreichen. Ich weiß doch nicht, ob der vor uns fahrende Zug auch irgendwie so eine krasse, also ob der eben alle lange Standzeiten oder so ein Mist hat. Das wäre halt auch irgendwie blöd. So, ich glaube, schneller brauchen wir gar nicht fahren. Da vorne ist eben schon der Halt. So, Pferdefahrgäste, wir erreichen Nieder auf Gleis 2. Der Ausstieg fährt Richtung rechts. Wir bitten die Unannehmlichkeiten durch die Verspätung zu entschuldigen. Aber ich glaube, irgendwann müssen wir doch uns auch von dem... Es ist doch dann aber die Regionalbahn, die da diesen komischen Zipfel nach oben fährt, oder? Also irgendwann müsste die auch uns den Weg frei machen, glaube ich. So, Ausstieg und Fahrt Richtung links. So. Sehr schön. Ja, das stapeln sich die Fahrgäste auch so ein bisschen. Und ich glaube, das hier ist halt, ich sag mal, eher nah dran an dem Ab... Oh, ich muss vor dem Signal halt halten, ne? Ja, belastend. Ja, das war grün. Ich kann verstehen, warum man vor dem Signal halten muss, aber das Signal ist ja mega doof platziert. Es ist ja mal mega dämlich platziert. Ja gut, es ist das Rot, aber ich bin auch schon drüber gefahren. Ich hoffe, das Spiel weiß das. Boah, das ist aber auch dämlich gemacht. Kann man das Signal nicht wegen dem Bahnübergang und dem Durchrutschweg oder was ist da? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ey, da verbremst du dich um eine halbe Loklänge. Was eigentlich ja gar nicht so problematisch ist. Und hinten ist vor allem... Das ist ja mega schäbig, da einzusteigen. Also hier zu warten... Boah, gute Nacht, ne? So, ich vertraue jetzt mal drauf, dass ich... dass das Signal zurückgefallen ist, weil ich schon drüber gefahren bin und nicht, weil ich jetzt da nicht hätte fahren dürfen und so. Und jetzt das Spiel beenden ein Fehler und so. Ja, ne, sieht gut aus. Ah, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Strecke. So, Vorsicht. Ach, das ist nur so ein Personenbü. Okay. Autos fahren da nicht. Gut. So, dann ist ja noch einmal hier zugeschickt, Fahrgäste, herzlich willkommen am Ort von DB Regio. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt dann Priester wird sich. Ich werde Sie rechtzeitig über Ihre Anschlusszüge informieren. Jetzt sind wir schon bei mehr als 5 Minuten, ne? So, 120 dürfen wir, aber der Zug kann ja immer noch vor uns sein. Das heißt, immer augenwachsam halten. Wie sagt man das? Augen offen halten. Irgendwie so weit in der Art. So. Die Spores durch. Gut. So. Kommt immer unser Signal. Ich würde gerne wissen, ob ich... Ja, gut. Wenn nichts ist, ne, dann ist der scheinbar ein bisschen vorgefahren hier. Der gefällt mir jetzt auch ganz gut. Aber da ist jetzt auch safe ein Halt dazwischen, oder? Also zwischen den beiden... Ja, wir ist noch grün. Ich kann mir echt vorstellen, dass jetzt zwischen den beiden Stationen, weil wir halt echt nur jetzt 9 Kilometer fahren, dass da jetzt auch ein Regionalbahnhalt unterwegs wäre. Ja. Heißt, vielleicht kommen wir da nochmal außerplanmäßig zum Stehen. Aber geil, ist mal richtig Verspätung sammeln. Ja. Ne, also wirklich, das ist. Das klingt jetzt, glaube ich, jedes Mal mega weird, wenn ich das sage, aber ich. Mir freut das immer ein wenig. So, ich gucke nochmal ganz kurz auf die Uhr. Ne, da passt aber immer noch. Ja, die Frage ist halt, wie lange wir danach trotzdem noch fahren, ne? Es ist halt... Aber wenn ich jetzt nur die knapp 10 Minuten Verspätung draufrechne, wenn wir eine Stunde aufgenommen haben, das ist ja auch noch im Rahmen. Die Frage ist, wie sich das jetzt natürlich über die Zeit hin verändert. So. Ja, passt bei dir, ne? So, jetzt machen wir mal ein bisschen Strecke. Boah, wenn ja das mit dem ICE passiert, mein Beileid. Also da muss ich gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen zügiger losfahren. Ich meine, die Züge kennt er ja prinzipiell schon. Hier ist es natürlich wieder so, dass Züge, die man aus anderen Add-ons schon besitzt, dass die auch hier wieder Fahrplanfahrten und so eine Geschichten haben. Ja, heißt, wir brauchen dann den ICE nicht mehr wirklich extra anschauen, großartig. Und dann machen wir das eher mal an einem Halt oder Ende. So. Jetzt müsste irgendwie ein Vorsignal kommen, oder? Ja, oder sind die Abstände hier einfach ein bisschen länger? Ich guck mal ganz kurz hier. 5,
So schlecht sind unsere Chancen noch aber gar nicht. Ich hätte jetzt ganz gut durchkommen. Mal Kühe. Ja, jetzt läuft das doch aber. Es läuft. So, jetzt haben wir ein Büschel. Ich dachte gerade, das wäre Geschwindigkeit. Ja, aber wenn jetzt, ich sag mal, die Regionalbahn nicht wirklich viel weniger Halte hat als wir. Was ja scheinbar der Fall ist. Warum fährt die dann eine Fahrbahn 5 Minuten nach uns? So, wenn das basically die gleiche Strecke ist, dann könntest du dort doch viel besser aufteilen auf einen, ich sag mal, echt einen halben Stundentakt und nicht 2 Züge die Stunde, aber die fahren quasi zur gleichen Zeit. Das, ja, weiß jetzt aber auch nicht, inwiefern man sich da jetzt hier an den realen Fahrplandaten orientiert hat. Ich gehe mal davon aus, dann schon recht stark. Weiß es aber nicht. So, 4 Kilometer ist aber auch noch mit Kurve, das heißt, Fahrtstrecke nochmal ein bisschen länger. So, was sagst du hier? Was redest du mit mir? Du redest grün, das ist schön. Das ist ja aber schon so eine richtig schöne, gemütliche ICE-Strecke, wenn man da dann lang guckt, ne? Da ist dann nicht so schnell. Man sieht auch ein bisschen was. Da gibt ja tatsächlich viele Strecken, nur dass es ja in Deutschland auch so ist. Dass der nicht einmal im Ansatz seine... je nach Baureihe 250 bis... Na gut, nee, die ICT habe ich jetzt auch noch außen vor gelassen, aber... Hier haben wir auch andere Qualitäten. So, genau, das machen wir die Linkskurve, die wir brauchen. Das ist noch 3 Kilometer. Oh ja, yeah, gut, 10 Minuten haben wir dann aber auf der Uhr, ne? Ist dann halt so. Ich würde gerne mal auf die Karte gucken. Ich habe aber Angst, jetzt während der Fahrt, dass wir irgendein Signal übersehen. Was ja gut sein kann, ne? Weil ich jetzt immer noch nicht weiß, ob und wo sich jetzt die Regionalbahn befindet. Davon ist aber wieder grün. Ne, du blinkst auch nicht, ne? Du hast keine Einschränkungen. Ne. Das ist doch Jod. So, komm, dann ziehen wir nochmal ein bisschen wirklich auf 120 hoch. Sonst hätte ich gesagt, rollen wir ein bisschen aus, aber... Das lässt halt der Fahrplan nicht zu. So, 2 Kilometer. Gut. So, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Priestewitz. Eine Verspätung von voraussichtlich knapp 10 Minuten. Wir bitten dies an dieser Stelle zu entschuldigen. Verabschieden uns trotzdem von den aussteigenden Fahrgästen. Und hoffen Sie trotzdem mal wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Ich meine, jetzt ist es ja weniger lang hin, weil Sie jetzt ein paar Minuten später ausgestiegen sind. So, das heißt, die Zeit bis zur nächsten Bahnfahrt haben wir Ihnen verkürzt. Ja. Und sie haben mehr Bahnfahrt zum gleichen Preis bekommen. So, das ist doch, echt zum Beispiel nur was Positives. Nee. So. Jetzt so von mehr oder weniger voller Geschwindigkeit abbremsen, da tue ich mich so ein bisschen schwer. Ich glaube, da lassen wir halt auch mal gut Zeit liegen, ne? Man könnte halt da wesentlich straffer bremsen. Ja, könnte man auch. Also vor allem hier jetzt an der Stelle. Das ist dann hier der Teil, wo die andere Strecke abzweigt. So, jetzt müssen wir aber in die Eisen. So, na, Ausstieg. Wir sind Fahrtrichtung rechts. So, jetzt interessiere ich mich aber einmal A, was da oben auf der Tafel steht. Und B, wie weit das noch ist. So, da vorne haben die also so eine Überführung. Oh. Ja, wenn ihr alle noch mitwollt, da tut mir das irgendwie leid. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. So, rechts. Und ich habe immer Angst, dass ich es dann zuerst zumache. So. Dann fliegen wir einmal und schauen. Acht Minuten. Ja, gut. Es gibt jetzt Schlimmeres. Was sagt denn die Karte? Ja, okay, wir haben einen Großteil der Strecke. So schlimm ist das nicht. Passt. Das, wo wir jetzt hinkommen, das sieht auch alles ein bisschen, ich sag mal, schneller aus. Als ob man da ein bisschen höhere Geschwindigkeiten fahren kann. Ja, ihr könnt es aber nicht noch alle mit. Ja, pff. Komm, dann kommt das noch rein, schnell. Zack. Vielleicht kommt ihr auch von einem verspäteten Anschlusszug. Ja, dann rennt aber auch wenigstens. Rennt! Okay. Ja, die Traube lasse ich jetzt noch einsteigen, wer von denen rein will. Ja, der jetzt auch nicht mehr.
So, komm, nee, dich jetzt nicht mehr. Also irgendwann ist halt auch echt Feierabend. Kinas. Ja, nee, also irgendwann ist, sorry. Also das ist, das kann ich ja nicht. Wir haben schon 10 Minuten, also das ist ja... Der Vorteil, jetzt kann ich sagen, der Grund dafür ist Verzögerung beim Ein- und Aussteigen, ne? Das war... Ja, komm, jetzt löst doch die Bremse. Komm, zieh. Ja, der hat jetzt... Aber ne, ihr seht da oben, der eine Druckbehälter, der... Oh, eieiei. So, wenn der halt auf 0 ist... Ne, jetzt ist wahrscheinlich die Bremse, unten ist der Druckbehälter, oben ist dann die Bremse. So. Ziehen. Nüch, jetzt. Nüch. Nünch, Ritz. What the fuck? Okay, gut. Ballern. Achtung. Ja, die haben ja auch Probleme an dem Büch hier, weil er auch wahrscheinlich ewig zu ist und so, ne? Ja, ist nicht in allen Teilen wahrscheinlich smart gemacht. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Und jetzt zweigt auch was rechts ab, ne? Das da vorne flackert so ein bisschen, aber ich glaube eher, dass das immer, wenn was davor ist, ist und nicht, dass es jetzt blinkt, weil es langsamer ist. So, 120 haben wir immer noch. Schade. Und da könnte man auch langsam mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf geben. Josh hat noch vor einer Weile lang gesagt, er mag gerne Nebenstrecken, die langsam fahren. Oh, das ist ja mega cute gestaltet hier. Eine Straße da direkt an der Seite und... Also das ist, ich muss jetzt mal sagen, bisher mit Abstand die von am schönsten gestaltete deutsche Strecke für Trains in World. Irgendwie, also das hat mich jetzt am ehesten noch geflasht. Also ich mag gerade das Setting eher, dass wir nicht komplett so schnell fahren und nicht nur so urban, MES-Bahn-mäßig unterwegs sind, sondern ja, das ist nicht so eine richtige krasse Hauptstrecke, sondern ja, ne? Und da finde ich, kann man auch immer mehr gestalten. Als in so einer krassen Schnellfahrstrecke irgendwie. So, was macht jetzt das Vorsignal? Das sieht aber auch wieder gut aus. Ja, dann ist der Kollege irgendwohin ab. Das wird jetzt hier nicht vielleicht 140 oder so dürfen. Wird schon stimmen. Kann ich jetzt nicht die Sondergenehmigung beantragen bei Verspätung? Wahrscheinlich nicht. So, was fällt denn da rechts? Ist das, ach, das ist diese parallel verlaufende Strecke, oder? Kommt die jetzt wieder zu uns? Anscheinend so. Vielleicht können wir ab da schneller fahren. Ist das rechts dann die Schnellfahrstrecke und hier fährt der RE? Ich habe das Schild gerade nicht gesehen, sorry. Ah doch, das hier rechts sieht von den Gleisen, ja, seht ihr, da sieht eher nach Schnellfahrstrecke aus. So wie die gemacht und da einbetoniert und so sind. So, das ist quasi mit Volldampf rüber, mal dürfen dann 160, oder? Komm, sag an, 103. Boah, krass, ich kann ja richtig viel beschleunigen, das bringt mir richtig viel. So, ja, auch nur noch 5 Kilometer. So. Ist das schon wieder langsamer? Ja gut, 120 ist jetzt machbar. Aber wahrscheinlich wäre trotzdem ganz gedingeldongelt, wenn wir da jetzt nicht rechtzeitig bremsen an diesen Geschwindigkeitsüberwachungs-Nupsis. Die wieder einen Namen haben, der dann jedes Mal wieder in den Kommentaren steht. Ich den jedes Mal mehr merke und den jedes Mal dann wieder vergesse. Ja, belastend. So, 3,6 Kilometer, ja. Das ist noch ein bisschen. Hat zwar schon Fahrt aufgenommen, aber... Ja, ist schon knuffelig heimelig hier so ein bisschen, ne? So, verehrte Fahrgäste, wir erreichen wenige Minuten in Nürichritz auf Gleis 2. Voraussichtlich mit einer Verspätung von 8 Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen. Verabschieden uns trotzdem von Ihnen. Wenn es auch ein paar Minuten später, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, Fahrgastrechte können die nur nicht geltend machen. Es sei denn, die haben jetzt Anschluss verpasst, ne? Dann. So, jetzt ziehen wir nochmal schön ein bisschen lang durch. Ich kenne die Strecke halt nicht, ich kann halt absolut nicht nach Dingens fahren. Die sind auch hier nicht solche Bahnhofstäfelchen, sodass da gleich ein Halt kommt oder so. So, bei einem starken Kilometer können wir dann ja mal ein bisschen in der Eisen gehen. Spiel, bitte. Bitte, danke. Das hatte ich jetzt aber auch noch nicht. Oh, puh. Wir sind nicht bei Omsi hier, ne? So, wenn wir jetzt eigentlich einigermaßen kräftig bremsen, das muss erreichen. Innerhalb von einem Kilometer muss man ja zum Stehen kommen. So. Das heißt, wenn ich jetzt einigermaßen kräftig bremse, reicht das ja dann auch. Es reicht ja selbst für 160 dann. Theoretisch. So. Guck, ich kann sogar noch viel weniger bremsen, fällt mir gerade auf. Schon wieder. Nee, nee. Ich wollte Q drücken, nicht Tab. Ach, schon wieder zu früh. Belastend. So, und der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das ist aber auch so ein Bahnhof, den hat man da, einen Haltepunkt, der hat man mir einfach so dahin gezimmert, so, ne? Ja, wir schütten ein bisschen was auf. Wir haben ein paar Bahnsteige dran und dann wird das schon irgendwie. Ja, ja, hier kommen jetzt. So, einmal nach rechts. Und auf. Ich wollte gerade mal nach außen gucken. Spiel, bitte, danke. Also irgendwie ist hier was, ne? Achso, wir fahren echt bloß bis Riesa. So sehr gefahren gestern aufgrund unserer Verspätung. Fährt dieser Zug heute nur bis Riesa. Ach, die fahren alle Bus bis Riesa. Der E50-Bus bis Riesa fährt, da stand doch irgendwie Dresden-Leipzig, Dresden-Chemnitz. Dresden-Leipzig meistens, ja, ne? Das liegt auf der Strecke. Chemnitz ist ein bisschen andersrum. So, was sagt die Zeit? Verriegeln, zurückbleiben bitte. So, das sieht gut aus. So, Bremse, komm. Hopp. Beolst die Molle wegen. Ja, komm. Achso, ist das wirklich nur so eine Anfahrhilfe? Okay. Glaube es bei Riesa. Okay, guck mal, dann ist das ja gar nicht so. Was sagt das meine Uhr? Ne, ich muss noch mal ein bisschen. Ja, okay. Aber das wird schon. Mist. Naja, gut, so ist das, wenn das unvorhergesehen länger dauert. Also bei Omsi macht man es meistens am Fahrplanrechnen 10 Minuten drauf, aber ich meine, so die Train Sim World oder auch Train Simulator Szenarien sind ja tatsächlich meistens eigentlich ganz passend getimed. Ich habe jetzt am Anfang natürlich ein bisschen getrödelt, aber da habe ich halt nicht damit gerechnet, dass es jetzt so krasse Auswirkungen hat. Aber ja, so ist es echt im Bahnverkehr. Kommst ein, zwei Minuten später los am Anfang und ne, aufgrund der Verkettung hast du dann am Ende halt 10 Minuten auf der Uhr. So. 120 dürfen wir. Das ist auch irgendwie langsam, ne? 1,7, gleich schon da. So, dann können wir wieder rollen lassen. Der ist ja gleich wieder da. Okay, nach dem Git. Ja, ich sehe schon, der hier, der Zugchef, der die Ansage macht, der hat jetzt auch keinen Bock mehr. Der heißt die Leute auch nicht mehr herzlich willkommen und so. Ja. So, wir erreichen in Kürze Glaubitz. Ausstieg und Fahrtrichtung rechts. So. So, noch ein bisschen mehr in die Eisen. Ja. Die arme Bremse, ne? Die muss da immer so ein bisschen. Die macht da einiges mit bei mir. So, das ist wieder so einer, der wir vorne halten müssen, ne? Ja, jetzt sollten wir wieder mit der Lok, ne, wahrscheinlich besser vor dem Signal stehen. Dass wir halt noch sehen können. So. Aber lieber smooth für die Fahrgäste bremsen. Ja, komm, jetzt können wir ja einfach wieder. So, aufmachen.
Eieiei, hier sind halt viele Leute. Eieiei, ja. Herzlich willkommen in... Ja, komm, dann ist ja gerade ein Bus angekommen, oder wie? Hm. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich lasse euch jetzt auch nicht ewig einsteigen. Das ist, So, komm. 3, 2, 1. Zurückbleiben bitte. Komm, das steckt eh keiner mehr ein. Die laufen eben so blöd durch die Gegend und warten dann da. So, Türen verriegeln. Ja, 10 Minuten. Hm, belastend. So. Guck mal, jetzt geht die Bremse ein Ticken schneller gefühlt. So, da links sammelt sich aber auch richtig gut was an hier, ne? Und hat mit 10 Minuten Verspätung. Nicht schlecht. So, nichts halt. Ah, Tatsache. So, sehr gefeiert Gäste. Ja, Sie sind immer noch recht herzlich willkommen an Bord. Sehr 50 heute bloß bis Risa. Unser nächster hat dann schon in wenigen Minuten Risa auf Gleis 3. Heute voraussichtlich gegen 10.13 Uhr. Wir bitten Sie, das bei der Wahl der Anschlusszüge zu berücksichtigen. Wir verabschieden uns für die heutige Fahrt mit DB Regio. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet. Bitte alle aussteigen. Diese Fahrt endet in Risa. Ja, alle raus. Kein Bock mehr auf euch. So. Ja, aber wenn jetzt, ich sag mal, die Rückfahrt auch nicht so krass knapp getimed ist, dann ist das ja auch nicht sonderlich problematisch. Ja, wobei die Wendezeiten, das hat ja auch alles echt abgenommen, ne? Also A, die Tatsache, dass du seit ein paar Jahrzehnten keine Lok mehr hin und her rangieren musst im Regelbetrieb, sondern dann halt mit Triebwagen oder Steuerwagen am anderen Ende arbeitest. Und, Tag, Kollege. Und das nächste ist ja auch durch diesen ganzen Wettbewerb und sowas geht es ja dann auch darum, mit möglichst wenig Fahrzeugen, möglichst wenig Personal auszukommen. Da werden dann auch die Wendezeiten dann halt extrem kurz gehalten. Was dann halt aber auch oft zu einer, ja, Verspätung führt, die sich dann einfach durch den Tag durchzieht, weil du halt nicht mal 20 Minuten irgendwo eine Bahnhof hast oder vielleicht gerade mal, wenn du Glück hast, dann irgendwann mal 20 Minuten und dann kriegst du halt auch nicht mehr aufgeholt als diese 20 Minuten. Plus du musst halt dann noch andere Seite aufrüsten, das heißt, da kriegst du maximal 15 Minuten aufgeholt oder sowas. Das hier sollte es nicht so problematisch sein, aber ja. Da merkt man, dass alles günstiger werden muss, ne? Überall gespart werden. So. Jetzt bin ich echt mal auf die Aufnahmezeit gespannt. Also ich kann das jetzt hier mit der Aufnahmemethode nicht nebenher sehen. Bringt für euch aber ein paar mehr Vorteile. Aber das geht auch noch. So, das Vorsicht, da passt auch. Das heißt, ich würde es echt versuchen, so lange wie möglich einfach damit voller... Ne, der blinkt schon noch, oder? Ne, der blinkt nicht. Okay. Da fahren wir wirklich so lange wie es geht, damit voller Geschwindigkeit drauf zu, damit wir da nicht unnötig früh abbremsen müssen. Ja, nee, aber mit meiner Prediction mit 13, das zieht sich ganz gut durch. Ist das hier für mich gemeint? Oh. Ups. Da war ein... Oh, das war ich. Ja, das ist wieder das Ding, ich muss es auf 85 runter wegen. Ja, ja, da habe ich mir schon drüber abgefuckt. Wegen der PZB. So. Obwohl 90 sind. Alles gelb. Ja gut, ist dann, dann ist eh nicht so schlimm. So. Zugbeeinflussung. Gut. Ja, da können wir es ein bisschen ausrollen. So, haben wir noch eine Brücke. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das rote Signal... Was? Ist das 20 auch für mich gewesen? Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen stärker abbremsen hier, ne? Hm. Ja, aber das rote ist ja schon am Ende vom Bahnsteig. Das ist nicht davor. Das wäre ja auch traurig. So... Das hier ist also Risa. Okay, das hier ist aber keine... Das war jetzt aber kein normales Vorsignal, ne? Das musste ich jetzt eigentlich nicht. So, 500 Hertz Magnet. Feel your power. Da ist er. So, da muss ich in Risa in Fahrtrichtung links die Büronummer für den Fahrgäste. Unsere heutige Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Sie fahren.
Ja, ja, dich gibt's auch noch. Wie viele Magneten wollen wir noch aufstellen hier? Meine Güte. Aber wir sind ja echt dann 20 teilweise. What the fuck? Wer hat denn den Bahnhof geplant? In City Skylines hätte mir jeder den Kopf dafür abgerissen. So. So. Und da sind wir. Mal auf damit. Sehr schön. Na, haben wir ja geschafft, ne? Ein bisschen Verspätung, aber... Ja, krass. 20. Okay. Ja, okay. Die Leute sind doch ein bisschen schlecht zu Fuß. Boah, ist halt laut hier an der Lok. Achso, ich muss irgendwie Aufgaben abzuschließen, dann wahrscheinlich wieder Türen zumachen und so. Ja. So ist das. Ich möchte die Aufgabe trotzdem kurz abschließen, einfach damit die abgeschlossen ist. Türen verriegeln, wollte ich gerade sagen, ne? So. So, dann haben wir es geschafft. Ja, 10 Minuten drauf haben wir. Jetzt, was macht's jetzt, Spiel? Ziel erfüllt. Bin mal gespannt. Ach, guck mal. Ja. So, ja gut, ne, ihr seht hier in dem Bereich, da haben wir eindeutig unseren vorausfahrenden Zug gehabt. Das ist, ach, guck mal, klasse Punkte für die Haltegenauigkeit. Ja, moin. Würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank natürlich auch nochmal an Dovetail Games dafür, dass ich das schon mal vorab aufnehmen durfte. Das hilft mir immer ein bisschen. Genau. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Und ich muss jetzt los, ne? Tschüssi und so. Morgen gibt es dann nochmal ein Video mit was anderem, ne? Gucken wir mal, was wir machen. Tschüss.